Moin vom Sylt 1 Wetterdeck. Herbstlich geht es auch am heutigen Dienstag weiter. Wir starten meist regnerisch und unbeständig in den heutigen Tag. Mit Sonne ist eher weniger zu rechnen. Auch im Laufe der zweiten Tageshälfte wird es eher wolkig und regnerisch bleiben. Der frische Wind kommt aus West mit stürmischen Böen. Die Temperaturen schaffen es nicht über die 18 Grad Marke hinaus und in der Nacht sinkt das Thermometer dann auf 14 Grad ab. Am Mittwoch erwarten uns Höchsttemperaturen von 16 Grad und ein frischer Wind aus West mit steifen Böen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 98%. Die Sonne wird sich nur ganz vereinzelt am Vormittag zeigen und schafft es auch nicht mehr wie 3 Stunden, sich durch die dicken Wolken durchzuschieben. Der Rest des Tages wird eher wolkig und unbeständig mit regnerischen Abschnitten. Am Donnerstag werden wir meist unbeständig in den Tag starten. Die Höchsttemperaturen werden nicht über die 15 Grad hinausgehen. Erwartet wird dazu ein starker Wind aus West-Nordwest mit steifen Böen. Auch die zweite Tageshälfte wird sehr unbeständig und der Himmel bleibt auch hier meist wolkenverhangen. In der Nacht gehen die Werte dann auf 13 Grad zurück. Für den Freitag ist dann eine kleine Wetterbesserung in Sicht. Mit einem Mix aus Sonne und Wolken starten wir in den Tag. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei 17 Grad. In der zweiten Tageshälfte klart es immer mehr auf und die Sonne kann sich auch hier immer mehr durchsetzen. Hinzu gesellt sich ein frischer Wind aus West mit stürmischen Böen. Der Sylt 1 Wettertrend fürs Wochenende. Das Wetter wird milder und die Sonne setzt sich wieder mehr durch am Sylter Himmel. Die Temperaturen tummeln sich jedoch weiterhin im 19-Grad-Bereich.